Wer von Ihnen hat vom Pygmalion-Effekt noch nie was gehört? Noch nie, die meisten. Rosenthal, ein späterer Harvard-Mann, da war er aber noch nicht in Harvard. Zuerst mal hat ein Harvard-Mann namens Merton in den 50er Jahren nachgewiesen, dass es die selbsterfüllende Prophezeiung, das ist der Sepp mit einem P, selbsterfüllende Prophezeiung, dass es die gibt, wissenschaftlich nachgewiesen, dass es kein Gerücht ist. Dann hat Rosenthal in Kalifornien Doktorarbeiten studiert und dann hat er festgestellt, dass sehr viele Doktorarbeiten oder relativ viele, mehr als man erwarten sollte, mit dem Mang abgebrochen worden waren. Mit der Begründung contaminated, das heißt also verseucht. Dann hat er gesagt, was heißt denn contaminated, was heißt denn verseucht? Ja, man muss annehmen, dass der Experimentator mit seiner Einstellung oder wie auch immer das Experimentsergebnis verseucht hat. Also kann man die Studie nicht weiterführen. Verstehen Sie das? Das ist genauso wie in der Medizin, wenn es heißt, ja, das war der Placebo-Effekt. Statt dass man den untersucht, redet man sich heraus mit dem war der Placebo-Effekt. Und so sagt man dann, gewisse Studien sind verseucht, ohne das zu studieren. Dann sagt Rosenthal, ja, wieso studiert denn das keiner? Was heißt denn verseucht? Dann hat er das studiert. Dann hat er eine Studie gemacht, die einen Riesenaufruf aus nach sich gezogen hat. Ein Riesenärger. Er hat also Folgendes getan. Die Amerikaner testen ja die armen Kinder noch viel mehr als bei uns. Regelmäßig werden sie durch Testbatterien gejagt. Und dann hat er so Testergebnisse genommen. Er hat also gesagt, jedes Kind, das heute eine rote Bluse anhat, ist gut in Mathe. Und jedes Kind, das was mit Weiß trägt, ist gut in Englisch. Englisch nennen die Amerikaner ihre Muttersprache auch. Was in Kalifornien manchmal sehr anstrengend sein kann, aber noch schlimmer ist Texas. Und dann hat er die Lehrer belogen. Dann hat er den Lehrern die Ergebnisse gegeben, die gefälschten. Und dann hat er gemeint, na ja, das wird so 0, etwas nicht Unterschied ausmachen, der dann gerade messbar ist, um zu zeigen, dass es unbewusste Vorurteile gibt. Von Spiegelneuronen wusste er noch nichts, aber heute wissen wir, das ist ein weiterer Beleg dafür. Ja, die Noten waren nach einem Semester, was bei uns also 1 bis 2 Noten besser wäre, also richtig dramatisch. Daraufhin hat man den Rosenthal in der Luft zerrissen. Nach dem Motto, man macht mit Kindern keine solche Versuche, Kinder sind keine Versuchskaninchen, das heißt, man hat den Überbringer der schlechten Botschaft geköpft. Dadurch musste man sich ja mit dem Inhalt der Studie nicht mehr auseinandersetzen. Musste man sich ja nicht fragen, wie es dazu gekommen war. Später haben er und andere Leute das weiter geforscht und haben festgestellt, Rosenthal hat im nächsten Experiment Studenten Ratten gegeben für Lernexperimente, wobei die Ratte lernen sollte, nicht der Student. Der Student war der Experimentsleiter und hat der einen Hälfte der Studenten gesagt, sie hätten besonders intelligente Ratten aus einem besonders raffinierten Stamm gezüchtet. Und den anderen hat er gesagt, sie hätten dümmere Ratten im Pech gehabt, das ist so ausgelost worden. Und dann waren diese Ratten auch wesentlich intelligenter oder dümmer bei den Lernversuchen, aber sie waren genetisch aus demselben Pol, wie sie sich denken können. Also es funktioniert auch da. Der Student hat von der ersten Sekunde an eine intelligente Ratte ganz anders behandelt. Und darum habe ich Ihnen gesagt, für den japanischen Meisterkoch ist der Schüler, den er annimmt, der spätere Meisterkoch. Er sieht in ihm vom ersten Tag an den zukünftigen Meisterkoch. Welcher Lehrer sieht in seinen Schülern die zukünftigen Meister? Haben wir nie erlebt. Man hat uns ja auch wie Detten behandelt als Kinder. Woher kommt denn das Wort infantilisieren? Das heißt, jemanden wie einen Infant, wie ein Kind behandeln, sprich, runterreden auf ihn, herabwürdigend. Ohne Respekt. Das haben wir erlebt, das haben die Missionare gemacht, und das haben die Pfarrer gemacht und das haben die Lehrer gemacht. Das ist unsere Historie, aus der wir langsam aber sicher ausbrechen sollten. Dass es historisch so gewachsen ist, können wir alle verstehen. Niemand hat Schuld daran. Aber wir können möglicherweise was ändern. So, das war der Pygmalion-Effekt. Dann hat man später getestet mit Videoaufzeichnungen und hat festgestellt, bitte erschrecken Sie nicht, wenn ein Lehrer annimmt, dass der Schüler, der jetzt aufsteht, der zum Beispiel was vorlesen soll, aus dem Schulbuch, ein guter Schüler ist, gibt er ihm 16 bis 17 Mal mehr Zeit zum Nachdenken. 16 bis 17 Mal. Warum? Er hat eine automatische Verbindung assoziativ. Der gute Schüler wird es packen, der wird das Problem lösen. Wenn ein schlechter Schüler aufsteht,
dann wird sofort geholfen. Man meint's ja gut. Man will ja die schwachen Schüler fördern. Man meint es ja gut und man versaut sie. Schauen Sie, wenn Sie einem Stotterer jedes Mal, wenn er stottert, helfen. Ob Sie ihn in die Pfanne hauen oder ob Sie ihn loben, ist völlig egal. Sie verstärken das Stottern. Das verstärken Sie. Wenn Sie hier Aufmerksamkeit hingeben, verstärken Sie das. Haben Sie schon mal vom Klicktraining für Hunde gehört? Okay? Normalerweise trainieren wir Hunde mit der Stimme. Wir sagen ihnen, was sie tun sollen. Und dann reden wir unerhörten Stuss wie böser Hund und so ein Quatsch. Nicht gerade hilfreich. Mit dem Klicktraining können Sie nur positive Signale senden. Denn wenn Sie beim Fehler klicken, verstärken Sie den Fehler. Das merken Sie sehr schnell. Sie dürfen also nur klicken, wenn er das tut, was Sie wollen. Der lernt viel schneller. Den können Sie nicht versauen, wenn Sie es sauber machen. Ja, das Nervenkostüm eines Hundes, was Lernen angeht, was Nervenbahnen anlegen angeht, ist nicht anders als unseres. Also wenn wir die Schüler ständig verstärken mit Rot anstreichen von Fehlern, die wir benoten, was senden wir ständig für Signale? Späterer Meister? WC? Wohl kaum.